Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Majora's Mask. Ja, wir schnappen uns jetzt diese Maske. Wir sind immer noch beim Masken- und Herzeteile. Herzeteile? Wie rede ich denn schon wieder? Und Herzeteile farmen? Und das, ja, tun wir. Manchmal leckt das Spiel ein wenig. Das würde ich selbst gerne irgendwie verhindern, aber... Naja, was soll man machen? Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Ja, definitiv. Ich wollte ganz woanders hin. Auf jeden Fall nicht hierhin. Ach, ich wollte das auch nicht lesen. Ich weiß, dass hier der Gasthof ist. Das weiß ich doch alles. Menschenskinder. Hallo Hundi. Tschüss Hundi. Ich möchte hierhin. Und mit dieser Maske werden wir gleich komische Sachen anstellen. Das war der falsche Knopf. Zurück. Nach unten solltest du drücken. Na, was? Die Knöpfe spinnen ein bisschen rum. Ich kann nichts mehr sehen. Aua. Nein, natürlich nicht. Manchmal drehen meine Knöpfe ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Und ich möchte kurz Geld einzahlen. Ja, was ist los hier und da? Mhm, werf einen Blick auf mich, man kennt es ja. Wunderbar. Nun, ich möchte 26 Rubine einzahlen. Jupp. Dankeschön. Ja. Oh, bald haben wir die Größen. Die Größen. Hm? Die größere Geldbörse. Hallo ihr, ich tanze. Ist das nicht toll? Da muss ich auch denken, so WTF? Aber die Weiber freuen sich. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Ich kann nichts sehen. Hauptsache, wir haben das Herzteil. Ja, sammle 4 Herzteile, um einen Herzcontainer zu erhöhen. Die Geschwister-Rosa-Zwillinge, ja, genau. Dankeschön, Dankeschön. Ist nicht nötig, wir brauchen diese Maske nie wieder. Außer ganz am Ende. Aber davon wollen wir ja noch gar nicht anfangen. Nein, nicht die Ocarina. Dankeschön. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt würde ich sagen... wir gehen kurz ein bisschen Geld holen. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Wo hole ich das Geld denn am besten? Genau, ich weiß wo. Und zwar müssen wir hier hin. Und ja, bald mache ich mit der Story weiter. Diese Folge wird noch gefarmt und ab nächster Folge gehen wir dann in den ersten Tempel. So, gleich mal mein Code hier wieder rauskramen. Irgendwann kann ich den auswendig, aber jetzt am Anfang des Spiels noch nicht. Ja, ich möchte den Code eingeben und zwar 4, 5, 3, 1, 2, ne? Yep. Ich kenne den Code, ist das nicht toll? Ha. Der ist so süß, der Kleine. So niedlich. So, her mit der Kohle, her mit der Kohle, her mit der Kohle, her mit der Kohle. Geld geil. Nein, wir brauchen es ja. Wir brauchen es. Wir haben es nötig. Hier kommt noch eine Spinne runter. Die soll uns aber nicht weiter stören. Hallo. So, Bomben habe ich, oder? Dann brauchen wir die Bombenmaske nicht benutzen. So, einmal Bömmchen. Dankeschön. Weggehen. Kabumm. 99 Rubine sollen in meine Tasche wandern. Eigentlich 100, aber einen müssen wir zurücklassen. So ein Stück absplittern. So.
Das bringen wir jetzt wieder zur Bank, weil wir nichts Besseres zu tun haben, haben dann einen Beutel für 200 Rubinen. Das ist sehr schön. Ja, ja. Wenn man 100% haben möchte, muss man halt mal ein bisschen hin und her laufen. Das ist leider nicht zu vermeiden. Aber hey, ihr habt dafür abgestimmt. Wieder zurück? Ach, ich hätte so gern diese eine Maske. Aber bald habe ich sie. Und zwar sehr bald. Hallo Hund. Wuff, wuff. So, nochmal zur Bank. Guten Tag. Du kannst mir behilflich sein. Ich möchte was einzahlen und dann möchte ich bitte den großen Beutel haben. Und zwar 99 Rubine. Ernsthaft? Eine Menge. So, kleiner Mann. 273 Rubine haben wir eingezahlt. Oh, du hast bereits 200 Rubine gespart. Nun denn, kleiner Mann, hier hast du die versprochene Prämie. Ein großer Beutel. Diese Börse ist für Erwachsene gedacht. Bis zu 200 Rubine haben darin Platz. Das ist sehr schön. Dieser Beutel ist wesentlich geräumiger als dein Alter. Fülle ihn und bring seinen Inhalt wieder zu mir. Aber natürlich. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen, was wir jetzt noch machen. Die tanzen unseren stylischen Tanz. Kabum-Maske haben wir. Wir hatten die Maske. Das Herzteil haben wir geholt. Ich würde sagen, wir gehen mal zu einer bestimmten Stelle außerhalb der Stadt. Nicht hier. Und zwar muss ich dahin, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben auch nicht die Karte. Reden auch ohne Kohle. Wenn es da lang geht, wo ich denke, dass es da lang geht, dann müssten wir richtig sein. Ne? Aua, der hat uns getroffen. Na, hör auf zu laggen, Spiel. Ich mag es nicht, wenn du laggst. Gucken, ob hier noch ein bisschen Kohle drin ist. Weil wenn ich eine Karte haben möchte, müsste ich die auch bezahlen können. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Und dieser Vogel da vorne, der ist gemeingefährlich. Wir müssen aufpassen, dass der uns nicht erwischt. Genauso wie der Schleimi. So. Oh, Fünfer. Her damit. Okay, und jetzt schnell an dem Vogel vorbei. Ganz, ganz schnell. Man hat ihn schon gehört, wie er seinen Schnabel ausfährt und wie er flattert. Weg hier. So, Milchstraße. Hier wollte ich hin. Und hier ist auch eine Eulenstatue. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Da-da-da-da-dam. So, dann möchte ich das einmal hier weg haben. Oh, eine Fee. Eine Fee. Wir haben aber keine Flasche. Noch nicht. Wir sind ja ziemlich am Anfang des Spiels und ich fange schon an zu farmen. Ich bin noch bekloppt. So, hier verschwinden die Büsche, womit es das auf sich hat. Das werden wir auch noch erfahren. Ja, aber erstmal beschleunigen wir die Zeit auf den dritten Tag. Yep. Genau. Denn da gibt es was, was ich unbedingt haben möchte. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. So. Ach, und die Pflanzen sind hier neu gewachsen. Ich möchte mehr Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Geld. Rubine. Verdammt. Egal, ich möchte nämlich noch den Tingel hier oben abschießen. Das war falsch. Ich glaube, ich sollte die Tasten anders belegen. Damit ich nicht so einen Mist baue. Triff ihn! Nee. Bitte triff ihn! Nochmal. Ach komm schon.
bitte. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na also. Pfeil und Bogen wären schön. Kriegen wir aber erst später. Hallo, warte, ich nehme mal kurz die Maske ab. Hi. So, was hast du denn für uns? Da. Du erzählst eh jedes Mal dasselbe. Ja. Ja. Romani Ranch, okay. Hurra! Das ist wunderbar. So, jederzeit Tingel, Tingel, Kula Limpa. Ja, das sind die magischen Worte. Und wir müssen zum dritten Tag voranschreiten, denn erst dann ist er da mit diesen riesen Felsbrocken fertig. Aber warum ist der nochmal da? Jemand, der wohl nur Unfug im Kopf hat, hat diese Straße zur Romani Ranch blockiert. Entschuldige, aber ich werde noch einen Tag lang brauchen. Kein Problem. Würde das mal bitte funktionieren? Danke. Da. Wunderbar. Das Ganze nochmal. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. So, komm. Ja, 36 Stunden. Ich weiß. Aber ich möchte unbedingt diese Maske haben, bevor ich hier weiter wie eine Schnecke vorankomme. Yep. Das ist fast immer das Erste, was ich in diesem Spiel hole. Diese Maske. Ihr werdet es gleich sehen. Ich liebe sie. So, er ist fertig. Auf zur Ranch. Genau da will ich hin. Romani Ranch. Ach, schön. So schön. Da hinten muss ich hin. Ach, hier kann man doch wunderbar Urlaub machen. Ach ja, wäre ich doch nur schneller. Sieh doch! Mein Pferd! Ist das nicht dein Pferd? Mein Pferd! Ja, mein Pferd! Epona! Da bist du ja, Kleines. Einfach an dem Mädel vorbei. Hi, mein Schatz. Wie kriege ich dich da raus? Bald hole ich dich. Versprochen. Denn wir haben hier ein kleines Problem. Huch, du, wie, wer bist du eigentlich? Romani, das Mädchen vom Lande, wurde ins Notizbuch eingetragen. Dem können wir aber heute nicht mehr helfen, dem armen Mädchen. Ich sollte auch andere Tasten drücken. So. Ihr kann man nämlich nur am ersten Tag helfen, aber erst am dritten Tag ist der Felsen da weg. Wie das zu lösen ist, erfahren wir auch im Laufe des Spiels. Entschuldige, Mädchen, ich wollte mein Schwert nicht zücken. Wir wollen jetzt erstmal weiter hinter in die Ranch. Und zwar dorthin. Oh, die Erde bebt schon. Der Mond ist so groß geworden. Oh Mann. Bald stürzt er auf die Erde. Aber dann können wir einfach die Zeit wieder zurückdrehen. Wir haben nämlich noch viel zu erledigen, bevor wir diese Katastrophe verhindern können. Und diese Folge scheint dann auch etwas länger zu werden. So 20 Minuten, denke ich. Weil bis wir hier fertig sind, dauert es auch eine kleine Weile. Hallo, werter Herr. Du hast viele süße Küken. Mein Großvater hat es mir gesagt. Der Mond, der fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Ach ja.
Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnen werden. Der Hühnerfreak Grock wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, aber dagegen können wir doch was tun. Wir haben doch von dem Typen am Waschplatz die Bremer Maske erhalten. Und marschieren wir los. Die Musik ist so toll. Ach schön, genießt einfach mal ein bisschen die Musik mit mir. Ach, ist das schön. Wir dürfen aber auch nicht aufhören zu marschieren, weil die Kükchen dann wieder abhauen. Oh, ja, genau das. Verdammt. Da hat man einmal den Finger etwas zu sehr auf die Schultertaste gedrückt und dann passiert sowas. Na toll. Na gut, genießen wir nochmal die Musik. Och, Mann, da sag ich es gerade und drück aus Versehen einen anderen Knopf. Es ist nicht zu fassen. Es ist so ein Mäusemelken. Aber zum Glück sind die nicht so weit weggerannt. War hier noch eins? Ich glaube nicht. Ach, schön. Ist hier vorne noch eins? Da hinten sind noch welche. Zwei auf jeden Fall noch. Vielleicht sind es auch die letzten. Hallo. Da kommst du wohl her. So, du noch? Haben wir es dann? Die Schlange ist schon ganz schön lang. Wir haben es aber noch nicht. Da fehlt noch ein Küken. Da ist es. Ich mag es. So, komm her. Jetzt aber. Ja! Ein Küken noch. Fertig! Yeah! Gebe mir das, was ich will. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Hier, du kannst das ja haben. Die Hasenohren, ich liebe sie. Yeah, sie sind alle zu Hähnen geworden. Du hast die Träume der Jugend verwirklicht. Yay! So, die Maske absetzen. Andere Maske aufsetzen. So, so. Wir sind jetzt ein Häschen und können schneller laufen. Das wird uns sehr von... Ja, das ist sehr vonnöten. Denn wir gelangen schneller an andere Orte. Und wir können auch ein bisschen weiter springen. Das ist sehr praktisch. Ja, und das war's für diese Folge. Fürs Farmen von Herzteilen und Masken. Wir sehen uns beim nächsten Mal nach dem Speichern wieder. In Unruhstadt und werden dann zum Sumpf gehen. Bis dahin, tschüss!